Ja, schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zum täglichen Rasencheck 2020. Wir haben heute den 01.01.2020. Ihr seht das Video einen Tag später, nur damit das nochmal klar ist. Ja, wir haben einen herrlichen Neujahrsmorgen. Es war eine wunderschöne Stimmung heute Morgen. Alles war wieder mit Raureif überzogen. Das sieht immer so wunderbar aus, wie so ein Teppich, wie so ein weiß-grüner Teppich. Und wenn das Gras so schön kurz ist, ich habe es ja auf 25 mm gemäht, kurz vorm 4. Advent, am Samstag vorm 4. Advent. Und dann sieht das aus wie so ein Teppich. Das ist der Wahnsinn. Ja, sehr schön. Mittlerweile kommen die grünen Helmchen wieder durch und ich genieße hier diese Sonne. Es ist traumhaft. Im Hintergrund sieht man immer noch vor den Wäldern die Dunstschleier. Ich traue mich noch nicht, auf meinen Rasen raufzugehen. Das ist natürlich alles noch überfroren. Vor allen Dingen, wenn die Gräser richtig gefroren sind, dann darf man auf gar keinen Fall auf den Rasen treten, weil die Tritte, die zeichnen sich dann auch noch Wochen später auf dem Rasen ab. Der Rasen wird richtig kaputt gemacht durch die mechanische Belastung. Nicht den Rasen betreten, dann habt ihr nachher überall die sichtbaren Tritte auf euren Rasenflächen. Das ist immer so ein Kompromiss. Auf der einen Seite möchte man auch sein Grundstück benutzen, auf der anderen Seite möchte man natürlich auch den Rasen nicht schädigen. Muss man sich entscheiden. Ja, so etwas auch richtig cool ist. Ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann. Ich gehe mal darauf mit der Kamera. Da sieht man, wie sich der Zaun jetzt auf dem Rasen abgezeichnet hat. Die Sonne knallt schon hier ein bisschen auf den Rasen, der Frost verschwindet und da im Schatten bilden sich so schöne Linien. Es ist unglaublich. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch so über euren Rasen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.